nach dem Fail-Game von letztens, wo die TA nur gefeedet hat, also jetzt mal mit der Medusa nochmal ein vernünftiger Anlauf. Hoffentlich vernünftiger Anlauf. Ich werde den Ring auf Aquila bauen. Vorher einmal ein Tango. Wie wenig HP die hat, schon krass. Gegen Gilead, man könnte sich halt sogar... Man könnte sich sogar ein Wand kaufen an ihr möglicherweise. Schauen wir mal. Damit starte ich mal, habe ich wenigstens nicht so unfassbar wenig Lebenspunkte zum Start. Das ist ja grausam. Und auch ein bisschen Damage. Tree and Offlane. Ich weiß nicht, ob die Mirana dann oben supportet oder ob sie mit nach unten kommt. Obwohl wir keine gute Tri-Lane haben, dann kein vernünftigen Setup für die Mirana und so. Okay. Ulti ist natürlich auch gut gegen die Illusions. Also man gegen den Phantom Lance jetzt gar nicht so schlecht dran. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich einen Linkens baue. Das ist eigentlich mal ein ganz gutes Item an Medusa, weil sie hat auf so viele Arten davon profitiert, mit dem Mana-Schild und von den Stats und von allem. Pipapo. Aber, ups, das habe ich nicht aufgepasst, gerade kurz in den Chat geschaut und schon wieder die Creepwave verpasst. Linkens ist also nicht schlecht, aber, na, da muss ich mal schauen, muss ich mich mal entscheiden. Das weiß ich jetzt noch nicht. Und hier unten den Lancer, vielleicht können wir ihn auch gleich ein bisschen vertreiben. Am Anfang ist er nämlich relativ schwach. Ja, wenn er jetzt seinen Mana rausholt, beliebig viel Mana hat er auch nicht. Und hat unser Storm Spirit in Disconnect, super Timing. Dann kann ich mal kurz auf die Lanes nachgucken. In der Mitte gerade eine Dual Lane. Ist das irgendwie aus Streit oder weil sie sich da irgendwie sicher sind, dass das eine geile Idee ist? Sieht eigentlich eher danach aus, dass sie sich nicht einigen konnten, wer gefälligst in die Mitte gehört. Seltsam auch der Phantom Lancer Solo Off Lane. Gerade jetzt, wo er da nicht mehr viel Mana hat. Der hat auch keine Mana-Regeneration. Baut sich dann einen Soul Ring oder versucht es dann halt. So ein paar... Ups. Nicht mal nur auf die Nice achten. Auch wenn es natürlich ganz nett ist gegen den Phantom Lancer. Dadurch, dass jetzt der Keeper den Lancer so angegriffen hat, pusht jetzt die Lane natürlich ein bisschen. Den einfach so gut es geht rausharassen, dass er keine Last Hits kriegt und nicht sein Soul Ring... Ups. Wie viele Sprünge macht die eigentlich? Macht die immer gleich viele Sprünge? Ne, 3 nur auf Level 1. Okay. Gut zu wissen. Das heißt, muss ich jetzt ein bisschen abschätzen, wann ich den aktiviere. So, ich schicke mir mal das. Dann kann ich mich den, auch in der Side-Lane, im Side-Shop das kaufen. Die Maske und ein bisschen mehr harassen noch. Na, wenn das nächste Mal günstig steht, ich habe ja die ganze Zeit Mana, kann das schon ruhig verwenden. Na, da schon wieder den Last hat nicht gekriegt. Das passt. Den Last hat er auch nicht gekriegt. Soll bloß keinen Last jetzt kriegen, dann ist alles okay. Der Kurier da auf gefährlicher Mission. So, ein bisschen harassen. Und jetzt kriege ich auch noch Mana davon. Okay, ich kriege auch Aquila fast schon Overkill. Fällt mir gerade so ein. Dann kann ich eigentlich auch dann die Schlange direkt auf ihn setzen, die Mystic Snake.
Na, außer gucken wir natürlich, wenn er dann. Ups. Einfach mal nerven, den so gut wie möglich vertreiben. Das reicht schon. Muss man gar nicht mehr über die Additional Targets gehen, weil eigentlich ist es, wenn die mehrere Sprünge macht, die Schlange, macht sie halt mehr Schaden, ähnlich wie der Furion Ulti. So, ich mach mal den Ring of Aquila, aber stell ihn dann mal ab, dass er nur auf Helden wirkt. Dass wir nicht zu sehr pushen, ohne es zu wollen. Na, geh du ruhig mal weg hier. Na, wenn der Phantom Lancer keinen Farm kriegt, ist das ganz gut. Sehr schön, ging auch nicht in die Creep Wave. Creep Wave, dann pusht das auch nicht. Hat sie getroffen. Kam ich ein bisschen zu spät. Habe ich gar nicht gesehen, dass sie getroffen hat. Gerade auf den Last Hit geachtet. Das nur irgendwie dann gehört. Dann dachte ich, es hört sich an, als wäre ich getroffen worden. Schade. Doch mal einen Tango essen hier. Der Phantom Lancer wird jetzt zurück in die Base sein. Dann können wir mal kurz ein bisschen pushen. Mindestens ein Level in Mana-Schild will ich dann trotzdem so oder so machen. Na, oder wir pushen halt nicht. Schaffen jetzt eh nicht schnell genug, wenn er sich wieder zurückportet, ist er schon wieder da. Dann sorgen wir lieber dafür, dass er keine Erfahrungspunkte und kein Gold kriegt. Und jetzt pusht die dann auch noch ein bisschen durch die zwei Ranged Creeps, das ist ganz gut. Immer noch kein First Blood, es war richtig knapp. Hätte ich da ein bisschen schneller reagiert, als die Mirana den Arrow gelandet hat. Und ich habe es nicht gesehen, weil ich da gerade anders hingeguckt habe, aber da, ja, da hätten wir was reißen können, wenn ich schneller reagiert hätte. So. Er könnte mal pullen und stacken. Der Phantom Lancer ist immer noch Mist hier unten. Ich weiß nicht, ob er jetzt die Lane gewechselt hat, um woanders mal zu farmen, aber man sieht ihn nie auf der Minimap. Deswegen. Ach, da ist er. Da muss ich mal ein bisschen dieses Mana-Schild zwischendurch nutzen. Mana habe ich ja mehr als HP. Man kriegt es vor allem vom Keeper mal wieder. Ja. Kann natürlich das bisschen spammen jetzt mit seinem Soul Ring. Aber wenn wir halt den HP niedrig halten, kann er damit auch nicht so viel machen. Weiß nicht, ob ich mir noch die Stick Magic Wand baue. Ich glaube fast nicht. Your top tower is under attack. Na, jetzt traut er sich natürlich nicht nach vorne. Können wir ein bisschen. Na. Na doch, sogar noch hochgesprungen zu ihm. Sehr schön. Das habe ich gehofft, dass das klappt. Und? Jawohl. Schön gemacht. Und dann hole ich mir jetzt hier die Face Boots und damit
kann der mal einfach ganz komplett zu Hause bleiben. So, den Ring of Aquila auch anmachen, wenn wir pushen wollen. Und sehr schön. Das hat aber richtig gut geklappt jetzt. Geringfügig besser als das letzte Spiel gegen... oder beziehungsweise mit der Medusa. Ich will einfach ein bisschen weiter farmen im Moment. Kaufe mir mal einen Town Portal und dann überlege ich mir, was ich mache. Ja, Lincolns hilft gegen Tiny, gegen den Toss, gegen Gash. Es hilft gegen den Lancer. Interessant, was der Phantom Lancer so macht. Bisschen sehr optimistisch. Ja, also wo ich eben das komische Team hatte mit dem Clockwork, haben die jetzt so ein bisschen komische Mitte mit zwei Melees. Phantom Lancer Solo, Botlane, alles bisschen komisch. Jetzt kriege ich mal ein bisschen Mana hoffentlich. Danke. You have my thanks. Ruhig mal ein bisschen pushen hier. Die Living Armor ist natürlich auch recht hilfreich. An der Stelle. Lincolns würde mir natürlich weiter beim Pushen helfen. Und der ist schon wieder fast kaputt. Der ist echt geil. So. Den lasse ich überhaupt nicht farmen. So weit kommt's noch. Also Lincolns würde mir halt Mana geben. Natürlich mache ich da nicht so viel Schaden. Manta gibt mir zumindest einen größeren Mana-Pool, was sonst viele von den anderen Items nicht so machen. Skadi ist auch noch möglich. Und auch einen Skadi-Rush machen, was ich eigentlich eher selten mache. Wäre aber durchaus eine Möglichkeit. Na, ich dachte, ich krieg's vielleicht noch die nächste Creep Wave. Leider nicht ganz. Na, ja, und den Silence auch noch. Sehr schön. Machen wir das Mana-Schild sogar mal aus, dass ich ein bisschen Mana spare. Na, mit den Faceboots. Mantas, da gibt natürlich auch noch ein bisschen Speed. Ich sollte mal auch irgendwann wirklich mal überlegen, was ich mit meinem Gold mache. Nicht nur ganz drauf rumreden. Es hat ein defensives Item. Verlangsamt meinen Schaden. Und danach tankst du halt wie blöde alles weg mit den Lincolns. Da kriegt dich halt echt... Wenn Lincolns hat dann auch was anderes, kriegt einen halt nichts mehr kaputt. Das ist schon ein bisschen bitter. Und gleich wieder hier. Ich würde sagen, wir halten einfach mal den Druck unten aufrecht. Ah, schade. Ich hätte mir ruhig das Mana-Schild, wenn wir richtig aggressiv sein können. The enemy's top tower has fallen. Your middle tower is under attack. Na? Hat er ihn auch wirklich gekriegt? Oh Mann, der Phantom Lancer. Hat natürlich eine scheiß Lane gehabt, aber wie er da unten rumgammelt und nonstop auf die Fresse kriegt, schon ganz schön fies.
Ihr könnt uns auch mal wieder gerne in die YouTube-Kommentare, vor allem, ihr könnt auch mal hier im Live-Chat, da sehe ich es natürlich dann nicht so oft, weil ich mal ein bisschen beschäftigt bin oder so mit anderen Sachen, nicht nonstop den Live-Chat lesen kann, aber schreibt es gerne in beiden, YouTube und Twitch, mal, was ihr für Medusa-Items jetzt bevorzugen würdet. Es geht natürlich meistens, ist die Idee halt schon, dass man das halt ausnutzt, dass sie einen Mana-Pool in großen hat, dann mit dem Mana-Schild. Ja, das Spiel scheint auch recht klar zu sein. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir aber auch noch den nächsten Turm auch noch gleich mit, wenn wir schon mal da sind. Kann der Phantom Lancer zum ersten Mal in Ruhe farmen, aber... Okay, jetzt habe ich da noch keinen... Ja. Na, da hat er natürlich seinen Doppelwalk dann. Da ist er weg. Mach kurz das Mana-Schild aus, weil ich volles Leben habe, aber nicht so viel Mana. Ich glaube, ich mache einfach den Skadi Rush. Das finde ich irgendwie an ihr gerade ganz gut. Verkaufen wir das. Das auch noch. Und haben wir es ja auch bald fertig. Viel fehlt da ja gar nicht mehr. Hier ist Invis. Das kann sich mal jemand holen. Bei mir ist es jetzt nicht so geil. Tausend... 500 fehlen noch für Skadi, fertig. Nein, schneller runter, mein schöner Farm. Ja, ich denke mal, ich fahre meinen Skadi einfach eben mal schnell fertig. Und dann werde ich danach, dann können wir nochmal weiter pushen. Was geht da oben? Na, dann drücke ich halt unten weiter, wenn die alle sich nach oben bewegen. Nicht, dass ich jetzt an dem Tier 3 schon wahnsinnig viel Schaden machen werde, aber ein bisschen. Wird auch schon mal rausspringen. Und dann kann ich mir ja schon mal das Guardi schicken. Ach, ich port mich einfach mal weg. Dann habe ich auch mein Skadi. Das ist fast schon auf dem Weg. War auch nicht jetzt das Beste, aber naja. So, das Skadi kommt dann gleich zu mir. Dann haben wir gleich ein zweites Townportal, dann haben wir das auch gleich erledigt. Dann gehe ich mit oben zum Pushen. Und dann ist es vielleicht auch schon bald vorbei. So wie das läuft. Also, ja. Eigentlich vom Team auch gar nicht so schlecht. Sie hätten halt... Ja, oder mit dem Tiny. Tiny Mitte und dann oben eine Tri-Lane mit Silencer Support. Also Tiny Mitte, Offlane, Tidehunter und oben eine Tri-Lane. Das hätte was werden können. Zumindest besser als das, was sie gemacht haben. Oder irgendeine Art von Dual Lanes. Oben Sniper Tide. Ja, zum Beispiel. Es gibt mehrere Möglichkeiten, aber die sie gewählt haben, war ziemlich scheiße. Ja, jetzt da, wenn ich da so stehe mit dem Silence, da ist natürlich auch richtig Schluss. Okay, mit Skadi.
Oh ne, aber auch noch. Mit bisschen Farm. Geht das doch? Ja, Storm hat jetzt irgendwie einen Disconnect. Da jetzt drauf zu warten, ist auch ein bisschen albern. Wahrscheinlich das Spiel kaputt, bevor der reconnecten kann oder das Spiel vorbei. Jetzt geben wir mal noch den Splitshot. Dann schleiche ich mich mal hier aus der Base. Wenn wir das jetzt so forcieren sollten. Naja, machen wir einfach mal. Da ist der Tiny. Oh, bin doch noch reingelaufen in die Avalanche. Den blöden Anchor Smash, da haben wir natürlich nicht mehr so viel Schaden raus. Hat aber anscheinend ein ganz schön niedriges Level, der gute Tiny, so schnell wie er wieder lebt. Gehen wir einfach mal zurück. Muss ja nicht übertreiben. Ja, jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. 109 plus 33, man hat schon ordentlichen Schaden. Butterfly ist natürlich eine gute Möglichkeit. Auch gerade gegen den Phantom Lancer, wo der jetzt eh nicht so das Problem ist, aber prinzipiell. Jetzt würde ich mal keinen Lincolns mehr bauen. Das hat für so ein mittleres Spiel schon ganz gut, je nachdem wie auch der Disable von ihnen aussieht. Butterfly ist aber so oder so ein gutes Item. Das Evasion erhöht dann ja auch meine ganzen effektiven HP und aber auch damit ja dann, dass ich halt weniger Mana verbrauche. Naja, versuchst du mal. Von daher ist Butterfly ganz gut. Ist auch ein bisschen offensiv halt noch. Gibt mehr Attack Speed und Schaden. Finde ich eigentlich alles ganz nett. Können wir ruhig mal auf den Ulti weiter scannen. Der Ulti erhöht dann halt den Bonusschaden, den sie bekommen, wenn sie in dieser Steinform sind. Von daher lohnt er sich schon. Aber es ist halt nicht so eine. Der Level 1 Ulti ist halt wichtig. Es verändert sich wieder die Dauer. Es verändert sich halt gar nichts bis auf. Bis auf eben der Bonusschaden. Aber hat nicht sowas wie Cooldown, wie Dauer, was halt sonst oft dann mit drin ist. Deswegen kann man den auch lange auf Level 1 lassen. Weil der Bonusschaden nett ist, aber nicht unbedingt das ganz zentrale Element des Ultis. Na, knapp am Tide und am Tiny vorbei. Au, au. Okay, jetzt muss ich mal den Ulti durchkriegen, bevor ich kein Mana mehr habe. Das hat so ein krasser Counter-Initiate, der Ulti. Das Team kann halt einfach nicht folgen dann. Das ist halt so ein bisschen das Krasse, weil dann werden sie alle nur versteinert. Sie müssen sich zurückziehen. Und sie brauchen halt eine Menge Farm, deswegen diesen Held, der normalerweise, also dieses Spiel ist ein bisschen anders, aber normalerweise halt nicht so schnell online ist. Und deswegen wird sie jetzt nicht so oft gepickt. Sie braucht zu viel Farm und in dem Zeitraum kann das Spiel halt oft schon mal zu Ende sein. Aber der Ulti ist halt richtig, richtig stark und wenn sie den Farm hat, kann sie halt auch richtig austeilen. Ich hole mir mal jetzt hier Eagle Song und dann können wir noch mal ein bisschen im Chat wird anscheinend genau das gleiche diskutiert. Ganz interessant.
da es ja auch um Medusa geht. Und wie gesagt, aber es ist wirklich so, dass, ja, sie braucht halt zu viel Zeit, zu viel Farm eigentlich im Vergleich zu anderen Helden. Oft. Sie hat da durchaus ihre Stärken. Na, springt's noch mal weiter. Und deswegen wird sie ja dann nicht so oft gepickt. Okay. Da gibt's wieder Mana vom Keeper. So, volles Belagerungsspiel. Wir gehen hier überhaupt nicht mehr weg. Aber warum sollten wir auch? Könnte man vielleicht zwischendurch mal kurz den Jungle farmen. Hat schon gereicht. Und da hat der Ultima richtig gesessen. Oh, da bin ich sogar noch erwischt, ja? Und den Sniper aber auch noch. Dann können wir es jetzt mal halt vernünftig beenden. Aber wie gesagt, das lag auch zum großen Teil, dass es so einfach liegt am Pick oder an ihren Lanes, wie sie die aufgeteilt haben. Gab es schon ein bisschen Streitereien, wie man das halt so kennt. Geschrei und dann hatten die scheiß Lanes und damit eigentlich schon von Anfang an so gut wie verloren. Das ist halt immer. Kennt man ja leider von beiden Seiten dieses Problem. Aber im Zweifelsfall dann doch besser auf der anderen Seite als auf meiner Seite. So viel sei es nochmal gesagt. Wie viele Leute schauen denn noch zu? Könnt ihr aber vielleicht in den Chat schreiben, die mich mal wieder interessieren. Ich kann mal kurz hier was alt-tabben. Ups. Ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen aufs Spiel aufpassen. Während ich hier irgendwas im Twitch-Chat klicke, merke ich gar nicht, wie viel was im Spiel noch losgeht. Sollte ein bisschen aufpassen. Das Spiel jetzt nicht komplett abschreiben, auch wenn es jetzt schon gewonnen ist. Holen wir uns noch den Talisman auf Evasion. Schnell nach unten und dann ist hier bald Schluss mit der Siege. ...127 Leute gucken zu. Das ist doch ganz nett. Bei mir werden mehr angezeigt. Wenn ich auf den Kanal gehe, 236 gerade. Vielleicht liegt er nicht richtig. Und in dem Dashboard, wo ich ja den Chat lese, da wird gar nichts angezeigt. Kann auch Spaß mal die Invis-Rune aufsammeln. Ah, die Mirana. Haha. Ah, da hat es nicht mehr gereicht. Mit der Living Armor. Schon krass, wie die Living Armor auch jetzt noch. Na, mit Living Armor, Leech Seed. Das auch noch. Living Armor echt auch im Late Game manchmal noch so stark, man sieht das. Ich weiß gar nicht, aus dem Kopf. Level 4 Living Armor blockt 80 Schaden immerhin und hat 13 Regeneration. Das fühlte sich mal, ich dachte mal 80 Schaden, das sah mal nach mehr aus, was er blockt, weil er das doch überlebt hat und kaum Schaden bekommen hat. Ich hätte fast mehr gedacht. 80 ist dann schon in dem Bereich, wie ich es noch vermutet habe. Na, Vortex. Who knows how many that was? How about that?
Naja, schießen wir die mal noch ab und dann beenden wir mal das Spiel hier. Müsst ihr nicht hier so blöd rumgammeln. Bisschen Fountain Camp ist ja okay. Sollte es nicht in die Länge ziehen. Ja, der Keeper hat auf jeden Fall schön gespielt unten. Es war jetzt auch nicht so nicht schwer gegen den Dings. Aber nett gemacht. Ich meinte eigentlich den Keeper auch so leid. Aber den Treant meinetwegen auch. Sind wir mal nicht so. Nochmal zum Spaß die Ulti anmachen. Ja. Und da hat's gepasst. Hier nochmal den Endscreen sehen, dann kann man nochmal schauen. Mirana und Storm Spirit waren in einem Team, davon habe ich nicht so viel mitbekommen, aber ich war eh eigentlich mit meiner unteren Lane beschäftigt, wie man gesehen hat. Im anderen Team waren Tiny und Silencer zusammen. Dann waren die nicht mal zusammen in der Lane. Wäre eigentlich eine interessante Lane gewesen. Tiny, Silencer vielleicht. Und dann, ja, also sie hätten auf jeden Fall viele Möglichkeiten gehabt, das besser zu lane, als sie es gemacht haben. Naja. Passiert. Hoffentlich, für die hoffe ich, dass sie auch mal ein besseres Spiel haben. Und wir sehen uns in der nächsten Runde auf German Dota. Bis dann.